Fraktion das Wort. Ja. Herr Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, der öffentliche Personennahverkehr auf Schiene und Straße garantiert jeden Tag die Mobilität von Millionen von Menschen in unserem Land. Und die Fahrgastzahlen steigen erfreulicherweise immer weiter. Und ich glaube, man kann sagen, auch weil wir die Zuständigkeit den Ländern übertragen haben, und die machen das eigentlich ganz gut. Und ich finde es von daher auch schön, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, dass Sie sich darüber Gedanken machen, wie der ÖPNV noch weiter verbessert werden kann. Allerdings frage ich mich, warum Sie dann Anträge ohne jegliche Verbesserungsvorschläge vorlegen. Ihr Antrag soll dem Titel nach, ich beziehe mich auf 6b, einen fairen Wettbewerb sicherstellen. Das ist aber eine Mogelpackung, denn Sie fordern damit Maßnahmen, die genau diesen fairen Wettbewerb abschaffen würden. Wir haben in Deutschland seit Jahrzehnten ein bewährtes Miteinander von kommunalen Nahverkehrsunternehmen und privaten. Die Privaten, die oft mittelständische Familienunternehmen sind, wie zum Beispiel das der Familie Steinbrück in Gotha, kennen wir alle den Betreiber, betreibt Buslinien eigenwirtschaftlich, das heißt ohne kommunale Zuschüsse. Der Wettbewerb zwischen privaten Unternehmen auf der einen und kommunalen Unternehmen auf der anderen Seite sorgt für Qualität im Angebot, für Effizienz und auch noch für Wirtschaftlichkeit. Und dabei gilt getreu unserer Verfassung der Grundsatz Markt vor Staat. Also Verkehre, die sich aus den Fahrgeldeinnahmen alleine finanzieren, vor denen, die sich nur mit Zuschüssen realisieren lassen. Und nun baut dieser Antrag von Ihnen auf zwei Behauptungen auf. Erstens, eigenwirtschaftliche Verkehrsanbieter besäßen einen weitreichenden Konkurrenzschutz und würden zweitens kommunale Verkehrsunternehmen aus dem Markt drängen. Und beides ist falsch. Dazu ein paar Zahlen. In den letzten 10 Jahren ist das Marktvolumen der Verkehrsleistungen im ÖPNV, das direkt, das heißt ohne Wettbewerb, vergeben wurde, um 88% gestiegen. Und von diesen Direktvergaben sind wiederum 96% an kommunale Unternehmen gegangen. 96%, es bleiben noch 4% Krümel für die Privaten. Und meine Damen und Herren, sieht so die von Ihnen behauptete Verdrängung aus dem Markt aus? Ja, Sie haben recht, es findet eine brutale Verdrängung statt, aber bezogen auf die privaten Verkehrsunternehmen. Und die Zahl, ein weiterer Beleg, die Zahl der privaten Busunternehmen ist im gleichen Zeitraum um fast ein Drittel zurückgegangen. Sie sind vom Markt verschwunden und da gab es übrigens keine Beschwerdebriefe von Verdi. Liebe Kolleginnen und Kollegen, daran sieht man, dass der angeblich weitreichende Konkurrenzschutz nicht vorhanden ist. Sonst müssten diese Zahlen doch bundesweit ganz anders aussehen. Die Zahlen und Fakten sprechen hier eine andere Sprache als Ihre grün lackierten Fake News. Gehen wir weiter. Gehen wir weiter. In dem Antrag behaupten Sie, die Angebotskonzepte des kommunalen Aufgabenträgers ließen sich nicht oder nur unter erschwerten Bedingungen durchsetzen und deshalb müssten wir das Gesetz ändern. Nach der geltenden Regelung des Personenbeförderungsgesetzes kann die Verkehrsgenehmigung versagt werden, wenn der beantragte Verkehr nicht im Einklang mit dem Nahverkehrsplan steht. Die Genehmigung muss sogar versagt werden, wenn der Antrag die in der Bekanntmachung beschriebenen Anforderungen nicht erfüllt. Das heißt, die Kommunen können Anforderungen und Standards, auch Sozial- oder Ökostandards, vorgeben und sind keinesfalls der Willkür der privaten Anbieter ausgeliefert. Die Kommunen geben die Richtschnur vor. Sie definieren, wie der ÖPNV aussehen soll. Aber sie müssen sich halt auch die Mühe machen, einen Nahverkehrsplan mit allen Beteiligten auszuarbeiten. Der Kollege Lange kann da ein Lied davon singen und ich auch im Kreistag. Ein Nahverkehrsplan, der Antworten auf all diese Fragen gibt. Und das ist, ich glaube, Uli, echt ein Geschäft. Und Sie behaupten weiter, der Vorrang eigenwirtschaftlicher Verkehre, ich zitiere, wenn ich darf, kann zu einer Genehmigung von Nahverkehrsleistungen führen, ohne dass eigene kommunale Unternehmen den vorab genehmigten eigenwirtschaftlichen Verkehren Konkurrenz machen können.
Dass auch das nicht stimmt, zeigt ein Blick ins Gesetz. Der eigenwirtschaftliche Antrag des Privaten erhält nur dann den Zuschlag, wenn er ein besseres Angebot macht. Und vor den Vorgaben der Kommune darf der Antrag, wenn überhaupt, nur unwesentlich abweichen. Und obendrein hat der kommunale Bestandsunternehmer bei qualitativ ähnlichem Antrag einen Bestandsschutz und kommt so zum Zuge. Ich finde, diese Regeln sind ausgewogen und fair. Und gleichzeitig sorgen sie für einen Wettbewerb um die beste Qualität. Würden wir auf die Forderungen Ihres Antrags eingehen und die Kommunen und ihre Unternehmen noch stärker stellen, wäre ein Wettbewerb mit privaten Unternehmen nicht mehr möglich und sie würden vom Markt verschwinden. Ich erinnere an die Zahlen, die ich genannt habe. Das entspricht aber nicht dem Ziel, das Sie diesem Antrag im Titel mitgeben, vielleicht Ihren Absichten, aber uns, vor allem in der CDU-CSU-Fraktion, gefällt es auf jeden Fall nicht. Und ich möchte auch noch kurz auf Ihren zweiten Antrag eingehen. Die Maßnahmen und Instrumente, die Sie darin für die Zukunft des ÖPNV fordern, sind von der Bundesregierung zum großen Teil schon aufgegriffen oder betreffen die Kompetenz der Länder. Und dann wollen Sie die Finanzmittel des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes, GVFG, Kollege Kühn hat es ja dargestellt, mit dem der Bund große Investitionen im Nahverkehr in den Ländern mit einem Anteil von 60% unterstützt, von 333 Millionen Euro auf 1 Milliarde aufstocken. Erst vor einem Jahr haben sich Bund und Länder darauf geeinigt, die Regionalisierungsmittel, die hauptsächlich dem Schienenpersonennahverkehr zugutekommen, um fast 1 Milliarde Euro pro Jahr zu erhöhen. Und nun werden auch noch die Mittel aus dem GVFG vom Bund über 2019 hinaus weitergeführt, obwohl die Länder ursprünglich diese Mittel nach 2019 selber aufbringen wollten. Das zeigt doch, wie stark sich der Bund hier zugunsten des ÖPNV, für den primär ja die Länder zuständig sind, engagiert. Ganz zu schweigen von den 9,5 Milliarden Euro pro Jahr, die die Länder durch den neuen Länderfinanzausgleich vom Bund erhalten. Im Jahr 2020 sind das dann also annähernd 20 Milliarden Euro pro Jahr, die im vergangenen Jahr beschlossen werden und die die Länder nach dem heute noch geltenden Grundgesetz nicht gehabt hätten. Und da kommen Sie jetzt und sagen, aber die GVFG-Mittel muss der Bund auch noch zusätzlich auf 1 Milliarde erhöhen. Ich bitte Sie, also das ist fast schon unverschämt. Da war sogar der grüne Ministerpräsident aus Baden-Württemberg gemäßigter. Der hat nämlich diesem Kompromiss zugestimmt und war damit mehr als zufrieden. Vielleicht sollten Sie bei dem mal 14 Tage hospitieren, Kollege Kühn. Vielen Dank. Sabine Leidig hat als nächste Rednerin